Ja, so einfach ist das nicht. Wie soll ich denn bitte mit dem Schiff loskommen? Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann. Und das ist am Boden. Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Okay, und Anderson, was machen Sie dann? Wenn wir die Normandy klauen, bleiben Sie zurück. Und wenn Saren die Röhre findet, wird Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Die Reaper werden uns vernichten. Menschen, Asari, jeden. Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann, Shepard. Ich werde also alles tun, was in meiner Macht steht, um euch auf die Normandy zu bringen und weg von dieser Station. Okay, und was mit meiner Crew? Die Normandy zu stehlen ist Meuterei. Was, wenn die Crew mir nicht hilft? Die Normandy ist nun Ihr Schiff, Commander. Ihre Crew wird Ihnen bis ans Ende der Galaxie folgen. Das wissen wir beide. Gut, gut. Vielen, vielen Dank. Da können wir uns wenigstens auf die Suche nach der Röhre machen, um Saren wirklich aufzuhalten. Das werde ich nicht vergessen, Captain. Ich verspreche es. Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Nee, das ist zu gefährlich. Das könnte aber erschossen werden. Sie werden umkommen. Es muss einen anderen Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Boah, ja. Soll er... Nee. Also wenn er an die Zitadellkontrollen, an den Patrouillen versucht vorbeizukommen, wird er wahrscheinlich das Schlimmste, was passieren kann, dass er erschossen wird. Das wollen wir nicht. Wir wollen unter keinen Umständen, dass er halt eben sein Leben riskiert. So, in dem Fall wird er höchstens angeklagt. Und da kann man ihn vielleicht noch irgendwie rausboxen. Soll in das Büro einbrechen. Sie haben bessere Chancen, wenn Sie sich den Computer des Botschafters vornehmen. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Der Botschafter hat dies zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht. Commander... Sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davon machen können? Noch nicht. Ich muss erst noch was in Koras Nest erledigen. Ich muss mich noch um ein paar Dinge kümmern. Kommen Sie zu mir, wenn Sie dafür bereit sind. Ich werde hier auf Sie warten. Okay, dann gehen wir jetzt erst noch mal kurz in Koras Nest und holen da die Jenna raus. Und dann war es das auch, dass wir uns dann auf den Weg machen können. Flux. Bezirke Koras Nest. Da. Und dann haben wir soweit auch alles auf der Citadel abgegrast. Wir haben noch die Koordinaten, die wir von Garrus gekriegt haben. Die sollten wir bei Zeiten vielleicht nochmal überprüfen. Ja, Garrus. Genau. Ah, da ist Jenna. Hey, ich bin sofort bei Ihnen. Okay. Ich will warten. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie nicht hier sind, um zu trinken? Na, tut mir leid, aber ich habe schon so meine andere... Ich muss mit Ihnen über Ihre Arbeit für die Zitadellsicherheit reden. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wenn Sie nichts dagegen haben, kümmere ich mich jetzt um meine Kunden. Ah, ich will Ihnen bloß helfen. Das ist kein Spiel, Jenna. Diese Leute sind gefährlich. Jetzt klingen Sie wie meine Schwester. Warum machen sich alle Sorgen um mich? Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss gehen. Ich bin keine Stripperin und werde nicht dafür bezahlt, rumzustehen und gut auszusehen. Zähes Mädchen. Ja. Ich hab zu tun. Die anderen Kellnerinnen können Ihnen helfen. Okay, was sagt das Tagebuch? Kehren Sie zu Rita zurück. Okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder zum Flux zurück. Erzählen es Rita. Boah, das wird jetzt hier ein Hin- und Her-Gerennen. Das gibt's ja. Chellig. Was bist du denn?
treffen Sie mich an der Citadel Sicherheitsakademie, wenn Sie Fragen über Jenna haben. Jenna? Was haben Sie eben gesagt? Hauen Sie ab, ich habe Ihnen nichts getan. Verdammte Neulinge, denken Sie könnten sich alles erlauben. Worum zum Teufel ging es denn da? Das sollten wir lieber herausfinden. Okay, dann gehen wir jetzt halt eben zur Citadel Sicherheitsakademie. Und schauen dann mal, was der Typ da von uns will. Das ist Präsidium, ist das, glaube ich. Nein, zurück. Okay, die Citadel Sicherheitsakademie gehört anscheinend schon zu den Bezirken. Da, Citadel Sicherheitsdienst. So, jetzt muss ich nur noch den Typen finden. Finde ich den über die Karte an? C-Sicherheitsbüros? Celik, da. Okay. Na, mal gucken, was er uns über Jenna erzählen kann. Das scheint hier alles ziemlich verzwickt zu sein. Ziemlich verzwickt. Okay, das ist nicht das Büro, was wir suchen. Das ist das Büro, was wir suchen. Ich bin Detective Celik. Kommen Sie mit in mein Büro. Ich würde das gerne unter vier Augen besprechen. Ja, klar. Nichts für ungut, Commander, aber was haben Sie sich nur dabei gedacht? Was? Ich verstehe nicht. Sie hätten Jennas Deckung auffliegen lassen können. Wir haben versucht, ihr zu helfen. Dachte ich mir. Es mag kaltherzig erscheinen, sie dem ganzen Risiko auszusetzen, aber wir behalten sie genau im Auge. Okay, aber ist es das Ganze wert? Müssen Sie für ein paar Informationen wirklich Ihr Leben riskieren? Dieser Job ist nicht leicht und oft unangenehm. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Aber da Sie sich solche Sorgen um Ihre Sicherheit machen, vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Schön zu sehen, dass Sie immer noch mit allen Tricks spielen, Celik. Gehört zum Job. Also, helfen Sie mir nun oder nicht? Okay, nein. Also ich glaube nicht, dass Sie Jenna brauchen, da um wirklich an die Informationen zu kommen. Sie sind schlau, Celik. Finden Sie einen anderen Weg. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Sie ist nur Option A. In Ordnung. Okay, ich mach sie los. Hole sie sogar aus Koras Nest raus, ohne Gegenleistung. Aber mein Fall ist immer noch ungelöst. Wollen Sie mir nicht helfen? Klar, dann machen wir das halt. Ich brauche mehr Details, dann helfe ich Ihnen. Ich bin hinter einem illegalen Waffenhersteller her. Ich will nur ein paar Produkte. Dank Jennas Informationen habe ich herausgefunden, dass es einen Verkäufer hier auf der Citadel gibt. Sie treffen unseren Mann, Jax mit Namen, holen die Mods und bringen sie her. Damit habe ich alles beisammen. Ja, okay, das ist doch in Ordnung. Wo kann ich diesen Jax finden? Jax ist in den unteren Ebenen der Märkte. Ich gebe über unsere Wege durch, dass Sie der Käufer sind. Viel Glück, Commander. Ja, dann bewegen wir uns doch mal wieder drauf zu. Boah, wir sind ja aber heute echt viel unterwegs. Wir hätten uns mal schon früher hier auf der Citadel mehr rumtreiben müssen. Da kann man echt Stunden verbringen. Vor allem mit hin und her laufen, hin und her laufen. Wenn es den Transrapid nicht gäbe, ich glaube, ich würde ausrasten. Aber gut, dann wollen wir uns doch mal als Käufer ausgeben. Bezirke. Märkte. Um dann halt eben an die entsprechenden Waren heranzukommen und Jenna von ihrer Arbeit zu erlösen. So, wer könnte das denn sein? Expert, er? Willkommen zurück, Erdenclan. Nein. Ich werde jetzt gehen. Der ist es nicht. Dann brauchen wir auch schnell weiter. Oh, sicher kann ich das zurücknehmen. Danke. Ja? Hat von Anfang an nicht richtig funktioniert. Ey, sein Zeug nehmen Sie zurück. Bitte sehr. Okay, vielleicht sind wir dann doch hier unten. Ich war jetzt gerade ein bisschen von dem Gespräch da abgelenkt. Oh, Jax. Stehen bleiben. Das ist nah genug, Soldat. Haben Sie mein Geld? Klar. Haben Sie die Mods? Zeig ihm die Ware. Sieht gut aus. Ist sie auch. Diese Mods sind die besten am Markt. Geben Sie mir jetzt meine Credits. Klar, sie sind verhaftet. Ich nehme sie fest. Das ist eine Falle. Wir wurden reingelegt. Was zum Teufel haben Sie vor? War nur Spaß. Nein, Sie haben mich gehört. Tut mir leid, Jax. Das ist Ihr Ende. Dämlicher Soldat. Tötet ihn. Na, komm, hier. Ich mach mal platt. Jax. Garrus, geh aus der Schusslinie. Garrus, komm hier raus. Du kannst doch nicht da einfach stehen bleiben, du doof. Bumm. Oh, das
Soweit, so gut. Den Leibwächter da hätten wir. Da hinten ist noch wer. Das ist ein koreanischer Leibwächter. Oh, da ist ja Jax noch. Ich dachte, den hätte schon erledigt. Also, die schlage ich hier persönlich ein. Ah, du Drecksau. Du Drecksau. Au. Ah, den hier erwischen wir jetzt auch. Was ist das? So, den hätten wir auch erledigt. Damit wären wir dann hier soweit durch. Ja, gut. Türsteuerung öffnen. Kommen hier noch, haben wir hier noch irgendwas? Ne, sieht nicht danach aus. Hier ist Koras Nest. Ja. Das hat dem Ganzen wohl ein jähes Ende verpasst. Dann können wir jetzt die Pistole wieder einstecken und zurück zur C-Sicherheit-Akademie fahren. Das ist die Shepard-Variante. Wir fahren hin, wollen jemanden festnehmen und erschießen erstmal alle. Das ist doch. Das so ist doch das, wie wir es haben wollen. So, dann gehen wir es hin. Können wir erzählen. Oh, ups. Mir ist ein Missgeschick passiert. Ups. Mal gucken, wie ich ihm das erkläre. Der wird wahrscheinlich nicht so sehr begeistert sein. Was zum Teufel ist da unten passiert, Commander? Genau. Ups. Jax musste sterben. Hier, Ihre Lieferung. Sie setzen mich unter Druck, Commander. Sie finden selbst raus, wenn Sie fertig sind. Abtrünnig? Fuck! 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 Scheiße! Scheiße! Wieso haben wir jetzt abtrünnigen Punkte gekriegt? Ich konnte doch nichts anderes machen! Scheiße, das gibt's doch nicht! Verdammter Mist! Das pisst mir jetzt schon so ein bisschen an. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ihr habt den doch festgenommen, ja, und dann bin ich nicht hingegangen, hab gesagt, haha, war nur Spaß. Und, nee. Gibt's doch nicht. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Jungs? Interessiert dich das nicht? Ja, was gibt's? Was ist da gerade passiert? Doran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Ich kenne Doran. Wenn er sagt, dass sie betrügen, dann betrügen sie. Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Ein Experiment? In wie welcher Form? Das klingt für mich nach Betrügen. Für Sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen. Das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Okay, und warum haben Sie das denn gemacht? Warum wollten Sie die Resultate aufzeichnen? Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. In den letzten 5 Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Okay, und wie soll das Ganze funktionieren? Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Ich werde mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Wie Sie wollen. Ich muss noch einige Berechnungen machen. Auf Wiedersehen. Nee. Also an Betrügereien werden wir uns hier auch nicht beteiligen. So, jetzt können wir hier nochmal... Und was genau hast du gehört? Hallo, Rita? Hey, Jenna kam zurück und suchte Arbeit. Danke, dass Sie sie aus Koras Nest geholt haben. Schön, kein dass Problem. Ich helfen konnte. Ja, alle scheinen froh zu sein, dass sie zurück ist. Das sollten Sie auch. Sind Sie es nicht? Ich bin froh, dass sie da raus ist. Ich hatte nur vergessen, wie es ist, sie um mich zu haben. Seit ihrer Rückkehr bekomme ich kaum noch Trinkgeld. Tja, Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davonmachen können? Ja, wir sind fertig. Kann losgehen. Ich übernehme die Verriegelung. Sie gehen runter zur Normandy und sagen Joker, er soll sich bereithalten. Kann ich einmal kurz zwischenspeichern? Und wir sind soweit fertig. Oh, jetzt können wir hier mit dem Türsteher nochmal reden. Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen. Nee, doch nicht. Ach, er hier unten ist das wieder. Nee, mit Shells wollen wir jetzt nicht reden. Nein. Okay, wir gehen jetzt auf zur Normandy.